made you continue with your practice until today? Die nächste Frage ist, was hat euch dazu gebracht, weiterzumachen mit eurer Praxis bis heute? As I said earlier, once I started learning yoga, I found it was a treasure chest. Wie ich schon vorher gesagt habe, als ich angefangen habe, Yoga zu praktizieren, habe ich herausgefunden, dass es eine Schatzkiste ist. I couldn't get enough of it. Ich konnte nicht genug davon bekommen. And I'm very happy that I was born an Indian. Ich bin sehr glücklich, dass ich als Inderin geboren wurde. And everybody, you know, in India knows yoga. Und alle Leute in Indien kennen Yoga. Whether they practice or not. Ob sie es praktizieren oder nicht. But for me, it was a completely different experience. Für mich war es eine ganz andere Erfahrung. Because I had Swamiji's blessings. Weil ich Swamiji's Segen hatte. And his undivided attention. Seine ungeteilte Aufmerksamkeit. He never said that he did not have time for me. Er hat nie gesagt, dass er keine Zeit für mich hatte. And we were very fortunate that my husband was working in the city where the ashram was. Wir hatten Glück, dass mein Mann in der Stadt gearbeitet hat, wo der Ashram war. And I used to spend 8 hours in the ashram every day. Und ich habe 8 Stunden im Ashram verbracht, jeden Tag. And now when I think back about it, I think it was Swamiji's blessings. That it was possible for me to do that because my children were so small at that time. Wenn ich jetzt daran denke, dann fühle ich, dass es Swamiji's Segen war, dass ich das tun konnte, weil meine Kinder waren so klein zu der Zeit. And as I said, the excitement of learning yoga, of the practice, of the mantras, of everything. Und wie ich sagte, die Freude, Yoga zu lernen, die Mantras, die Praxis, alles. It was so rewarding. Es hat mir so viel zurückgegeben. And I just, you know, it's like chocolate. I just wanted to keep on. Ich wollte weitermachen, immer mehr lernen. I like the chocolate reference. Ich mag die Schokolade. Das Beispiel. It's amazing about Vrindis. If you talk about chocolate, I start to taste it. Es ist erstaunlich, wenn wir über Schokolade reden, dann habe ich den Geschmack im Mund. I was a bit lazy when I started. Ich war ein wenig faul, als ich angefangen habe. And I was very weak and inflexible. Ich war sehr schwach und nicht sehr flexibel. I wasn't particularly sick, but at the age of 20, my body was, I think, older than it is now. And I will be 62 in about 3 weeks, I think. Also ich war nicht besonders, younger now. Ich war nicht besonders krank, aber mit 20 war mein Körper ist jetzt gesünder, jünger als er damals war. Yeah. Jetzt bin ich 62. But I didn't really come for physical things, really. A little bit, yeah. Ich bin nicht wirklich für die physischen Dinge gekommen, vielleicht ein wenig. But looking back now, I think it was without knowing at the time. I was looking for a satsang. Wenn ich jetzt zurückschaue, dann ohne es zu wissen damals, habe ich nach Satsang gesucht. Yeah, the company of like-minded, wise people. Die Gesellschaft von gleichgesinnten, weisen Menschen. And dear Swami Vishnu was most patient with my lazy self. Und der liebe Swami. Der liebe Swami Vishnu war sehr geduldig mit mir. Ich wollte nicht so gern früh aufstehen. And he said, Narayani, you have to take one asana class every day. Narayani, du musst jeden Tag eine Asana-Stunde machen. But I did. I tried. Aber ich habe es gemacht und versucht. He said, you have to take teacher training. Du musst die Oberlehrerausbildung machen. It was 6 weeks at the time. Es war damals dann 6 Wochen. With Swamiji teaching everything. Und Swamiji hat alles unterrichtet. Everything. Alles. Fantastic. Fantastisch. But after about 3 weeks, I lost my stamina. Und nach 3 Wochen habe ich dann meine Ausdauer irgendwo verloren. Terrible. There was an Englishman. This was in Valmorel in Canada, the ashram in Canada. I'm Irish. Er war ein Engländer. Das war im Ashram in Kanada und ich bin Irin.
Ich mag schwarze Tee. In North America, they don't really understand black tea. In Nordamerika, da verstehen sie nichts vom Schwarztee. But an Englishman came to the ashram. Aber ein Engländer kam zum Ashram. Gopala, husband of my friend. Ein Mann meines Freundes. And he knew how to make black tea. Und er wusste, wie man schwarzen Tee macht. And they put him in charge of the health hut. We had a health hut, a little place. Have you got a health hut here? Where you can go and have little tea and cake in the ashram? Have a little something? Machen ihn verantwortlich für die Gesundheitshäuschen. Und haben wir hier sowas? Yeah. Do you have that? Not yet? Noch nicht? It was nice, anyway. It was nice. War schön. Wie auch immer. Because otherwise people would go into the village and they would maybe be there smoking and drinking coffee. Aber sonst sind die Leute ins Dorf gegangen und haben dort vielleicht sogar geraucht und getrunken. Have I touched something? Habe ich irgendwelche Knöpfe gedrückt? Anyway. I'm innocent of this, but Gopala, the English friend, was in charge of the health hut. And every afternoon in the asana time, he would make a pot of nice strong black tea because all the guests, everybody was in the class. So Gopala war dann verantwortlich für diese Gesundheitshütte und er hat schwarzen Tee gekocht und während alle anderen in der Yogastunde waren. So I dropped out of teacher training to have black tea sadhana. Bin ich aus der Ausbildung raus und habe da schwarzen Tee sadhana gemacht. And after a few days, Swamiji came to me and he pulled me back. Ein paar Tage ist dann Swamiji zu mir gekommen und hat mich zurückgezogen. Yeah, he gave me those few days. I know he knew I was not there. He was teaching everything. He knew. Also er hat mir diese paar Tage gegeben. Also er wusste, dass ich nicht da bin, weil er hat alles unterrichtet. Er wusste es. So patient he was. Er war so geduldig. I think he thought my mind needed that. Ich glaube, er dachte, dass mein Geist das brauchte. And he said, come back. Er sagte, komm zurück, komm. So I never fancied myself as a teacher. I'm quite a shy person. I would rather be silent than talk. I would rather be alone almost all of the time. Ich habe mich selber nie als Lehrer gesehen. Ich bin eher schüchtern. Ich würde lieber still sein, als zu reden. But thanks to Swamiji, I get the great joy and I'm surprised. What a great joy it is to teach. Und dank Swamiji habe ich die große Freude, jetzt erfahre ich die große Freude zu unterrichten. Was für eine große Freude es ist, zu unterrichten. Never knew how wonderful. Now every time I come to an intensive, I think, wow, it's so wonderful. I'm so lucky. Ich wusste nicht, wie wunderschön es ist. Jedes Mal, wenn ich zu einem Intensivkurs unterrichte, dann bin ich so dankbar. So that's why I continue. This is great. It's wonderful. Das ist, warum ich weitermache. Es ist toll, es ist wunderbar. Continues being wonderful. Es ist weiterhin wunderbar.